Jetzt kommen die zweite Frage auf der Thüringenkarte. Zwei. Wir machen die Ernte weiter hier auf Feld Nr. 49 mit Raps, letzten Zügen, und dann ist das auch fertig. Der hat sich gerade festgefahren am Baum und das stellen wir wieder ein. Ist ja nicht mehr viel, müsste an dem auskommen. So. Dann ist der Hafer voll gewesen, wollte ich mit Autoreif anfangen. Der ist jetzt 80%, 83%. Der war da vorne stehen, will ich jetzt nicht. Stroh ist auch fleißig und arbeiten. Schon wieder voll. Aber da gibt der Gas, ne? Also was zuerst kommt, den Traktor haben wir auch noch, oder? Okay. Ton ist synchron. Naja, gut, wo wir erst dann starten. Leute, drei Folgen, vierte Folge, eine Stunde. Ja, der Strohfahrer gibt Gas. Mit Fetter ungefähr, Stroh, Raps, Stroh. Und 54. Her mit deinen schwarzen Körnern. Da müsste ja gelb auch fast fertig sein, ne? Und auch noch schön voll. Das ist typisch. Der andere ist fertig, achso. Wo ist der andere? Gas geben. Hier ist die andere BGH, am Hof 2, glaube ich. Im Schweinehof. Der ist fertig. Wie schön. Ja, viel Strom ist hier nicht geben, aber gut, was soll's, ne? Besser wie nichts, ne? Daneben, ne? Blöd aus. Ein bisschen besser. Ja, gut von da, ne? So, der andere. Der Ton haut nicht hin wieder. Gibt's doch gar nicht. Der ist fertig. Sekunden schon wieder, paar Sekunden. Und am nächsten Aufnahme kurz mal was gucken, wo er liegt. Das war unten nicht so extrem gehabt.
fahren wir rüber direkt zum anderen, ne? Und dann lassen wir einsteigen beim Haferfeld. Sehen, dass wir den Führungskurs gleich einfahren mit Outreif. Das Lager ist hier eigentlich schon eingestellt. Müssen wir nur durchfahren und dann hier entsprechend die Abladepunkte beschriften und einstellen. Ne? Dann ist gleich der nächste dran. Ne? Entlassen. Sonst war das nichts. Und da geht noch zügig. So, der ist bei Schaden 9,5. So, halb 10 haben wir jetzt. Gucken wir mal. Halb 10. Fertig. Dann können wir jetzt in aller Ruhe den anderen kümmern, ne? Den Kurs einfahren. Geht ja mal leider aus. Ups. Ah, Weitsprung hier. Das kriegen wir gut hin. Lohnt sich eigentlich nicht, dann nehmen wir gleich mal eine Fuhre mit und dann werden wir gleich mal den Kurs abfahren, so eine Runde fahren, ne? Oder zumindest anschließen, muss ich mal schauen, schon so lange her, 4 Wochen ist lange her, da wo man sagen könnte, oh, sind wir schon mal gefahren, ja oder nee, ne? Weiß ich nicht genau. Komm, spuck mal was aus. Das so funktioniert, ne? So, wie ist das? Auf zum Startbahn, Straße. Können wir ja schön flügen hier. Garantiert flügen, aber das werden wir ja sehen, wie weit ist. Und wir sehen heute nicht mehr. Aber ich schätze mal so, so zweiten, dritten Herbsttag. Vorm Winter jedenfalls noch flügen. Und hier sollte eigentlich Raps sein, also vom logischen her Raps, Getreide, hinterher Ölfrucht und dann haben wir entsprechend die Verkehr fest. Ist das Schwarz wieder da? Muss er warten. So, mal gucken mal hier. Wir haben die Kurse. Aber sind die Pfeile in die richtige Richtung?
Das ist die richtige Richtung. Müssen wir jetzt mal hinterher fahren, ne? Aber erstmal wollen wir den anderen wieder fahren lassen, den Schwarten, ne? Beziehungsweise werden wir ihn herholen. Weil der fährt sowieso nicht los, weil er nicht voll ist. Er braucht den Platz für Stroh. Strohfahrer. Zumindest einen Platz machen, ne? Das ist ein großer Käse. Es ist Folge Nummer 4, Dienstag. Quatsch, das ist doch nicht leer, ne? Aber Stroh liegt noch viel, na ja, gut, okay. Kann ich ganze Nacht fahren, theoretisch. Also Fahrzeuge werden jetzt frei zum Flügen und zum Aussagen, ne? Nur eins, was nicht frei ist, ist ich. So, gut. Die müssen um Hafer kümmern, ne? Das ist Haferfährte. Und zwar dann würde ich mit Audreif. Wir können den Kurs immer folgen, das ist egal. Abfahrer einstellen. Und dann schauen wir, wie er fährt, ne? Weil er fährt nämlich nicht genau den Kurs, sondern parallel, mehr oder weniger. Hier den gleichen Kurs nochmal einfahren, wäre ja Blödsinn. Wir fahren immer so noch hinterher, bis wir sagen können, okay, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Ne? Ich habe auch keinen Plan mehr, wie der Kurs eingefahren wurde. Meistens ein Einbahnstraßensystem, das weiß ich noch. Aber die fällt natürlich auch, aber kein Blau, das verstehe ich nicht. Die anderen sind blau, die Kurse. Also keine Ahnung. Hier ist alles grün. Und nicht gefunden, ob man das ändern könnte, ne? Also nur. Er folgt den Kurs. Richtig, Pfeile sind richtig. Können wir es nur verwenden. Theoretisch. Nur schauen, dass wir entsprechend jetzt nachher. Falls er links rum fährt, ich glaube, ich fährt links rum. Hoch muss ich schauen, weil er am Hof ist ja wieder an. Ah, ne? Das ist auch korrekt. Können wir auch so nehmen. Ist der Kurs vorhanden? Also Kurse, die vorhanden sind, müssen wir ja nicht neu fahren. Ne? Das ist ja, er nimmt sich immer den Kurs, der für ihn optimal ist. Ne? Schnell, kurz, erledigt. So, ich schaue, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao. Ja, ein bisschen weiter geht, dann sehen wir in der nächsten Folge. Nehme ich mal. Irgendwo bin Fuchs und bin raus, wenn es geht. Noch nicht ganz sicher. Ja, nochmal schönen Dank. Tschüss.